Jetzt haben wir ja gesehen, dass man vieles von diesen Schaltungen, die möglich sind, mit zwei Eingängen zurückführen kann auf AND und OR und die Inversion. Und das hat dann auch dazu geführt, dass man die sogenannte Boolesche Algebra eingeführt hatte. Ein Boolesche Algebra bedeutet, dass wir jetzt die beiden Eingänge A und B, die wir eben verknüpfen können, mit und oder, dass man das etwas verkürzt darstellt, wenn man sagt A oder B, also diese Verknüpfung, die ein oder bedeutet, das hier, das schreibt man dann so, A oder B. Wenn man ein AND hat, das V kann man sich auch merken, das merke ich mir immer so, V heißt auf Lateinisch well oder well, V. Wenn man das Umgekehrte hat, AND, dann habe ich hier das entsprechende Symbol, das so aussieht, A und B. Man kann es auch als Vereinigungsmenge und Schnittmenge in der Mengenlehre so definieren. Und das Nicht, also das Not, das wird abgekürzt mit so einem, Entschuldigung, so sieht es aus, mit so einem Ecken hier, das heißt Nicht. Also zum Beispiel Nicht A wird dann heißen Nicht A, irgendwie sowas, das ist Not. Und mit diesen Verknüpfungen kann man dann auch Regeln aufstellen, die man aus der normalen Mathematik teilweise auch kennt. Ich denke zum Beispiel an das Kommutativgesetz, das sagt, dass man A oder B gleichsetzen darf mit B oder A. Das heißt, ob ich jetzt da A oder B hinschreibe, spielt keine Rolle. Ich kann das auch vertauschen, bekomme die gleiche Reihe, hat die gleichen Resultate. Das ist das Kommutativgesetz. Oder fast noch interessanter ist das Distributivgesetz. Zum Beispiel A, sagen wir mal in der Variante, A und B oder C. Also A und B oder C ist das gleiche wie A und B oder A und C. Das wäre das Distributivgesetz. Man kann auf diese Art Ausdrücke dann anders gruppieren und erhält die gleichen Resultate. Ich möchte auch ein Beispiel dazu zeigen. Da gibt es weitere Theoreme, das Absorptionsgesetz, das Expansionsgesetz, das Gesetz von de Morgan, mit dem man dann eigentlich Schaltungen, die man vielleicht elektronisch mal sich überlegt hat, mit solchen Umformungen vereinfachen kann. Wie in der Algebra, wo man manchmal auch mit Klammersetzungen Ausdrücke vereinfachen kann. Das macht die Sache sehr, man kann das eben dann auf dem Papier vorbereiten und muss nicht alles zuerst zusammenlöten und dann plötzlich merken, es geht ja noch einfacher. Das wäre diese Boolesche Algebra. Wenn Sie da mehr wissen wollen, gibt es natürlich dann jede Menge Material im Internet dazu. Ich will jetzt mal ein Beispiel mit Ihnen durchexerzieren. Das Theorem von de Morgan sagt zum Beispiel, das kann man so herleiten aus diesen einfachen Gesetzen, das sagt zum Beispiel, dass wenn ich Folgendes habe, A oder B, und das danach negiere, ist das gleiche, wenn ich von Anfang an A negiere und B negiere, aber dazu dann das umgekehrte Verknüpfungszeichen nehme, nämlich das und. Also nicht A und nicht B, ich schreibe es nochmal hin, nicht A und nicht B ist das gleiche wie A oder B und dann negiert. Wir können uns das rasch an der Tafel überlegen, ob das stimmt. Wenn ich mal die beiden Eingänge A und B habe und die Varianten hier, die wir schon mal x-mal hingeschrieben haben, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1 hinschreibe, dann kann ich mal schauen, wenn ich also A oder B nehme, dann haben wir gesehen, das ist 0, 1, 1, 1. Wenn ich das jetzt negiere, A oder B not, also nor mache, dann habe ich also das hier negiert, dann habe ich hier also 1, 0, 0, 0. Jetzt schauen wir mal die Variante hier an. Nicht A und nicht B. Nicht A wäre jetzt in diesem Fall ja A quer, also 1.
wäre es jetzt hier 1, nicht B wäre auch 1. Dann habe ich hier 0, 1, 1, 0, 0, 0. Wenn ich jetzt nicht A und nicht B nehme, dann wird nicht A und nicht B und verknüpft, wird dann hier 1. Und beim und ist es ja nur dann am Resultat 1, wenn beide 1 sind. Das heißt, wir haben dann hier 0, hier auch 0 und hier auch 0. Das heißt, wir erhalten dann auch hier das. Und wir sehen, das stimmt tatsächlich überein mit dem, was wir vorher schon gemacht haben. Also nicht A und nicht B ist das gleiche wie nicht A oder B. Das ist das Theorem von Shannon. Und jetzt wollen wir das mal zusammenschalten und kontrollieren, ob das dann wirklich auch realisiert werden kann. Wir wollen also mal diese das heißt jetzt auch, dass ich zum Beispiel eine Oder-Verknüpfung ersetzen kann durch eine Und-Verknüpfung, wo ich entsprechend die Eingänge dann anpassen muss. Also ich kann deshalb eine normale Oder-Verknüpfung mit den NAND, das wir hier eigentlich haben, dann benutzen. Oder mit den ANDs. Das machen wir mal. Wir bauen also jetzt ein Nicht-A und Nicht-B auf. Ich habe die Schaltung jetzt vorbereitet. Wir sehen da nochmals den Zugang der Speisespannung. Wir sehen da zwei Eingänge, die wir da jetzt jeweils parallel betreiben werden. Und wir sehen da die zwei NAND-Gatter, die wir bereits kennen. Wir wollen den Ausgang NAND benutzen, nicht den Ausgang AND. Das ist ja die Idee bei dieser Schaltung von Demorgan. Ich habe vorher Shannon gesagt, das war natürlich falsch. Demorgan hat hier die Theorie dazu geliefert. Dann werden diese Ausgänge hier vom NAND auf diesen Ausgang und dieser Ausgang vom anderen NAND auf diesen Eingang des dritten NAND-Gatters geschaltet. Und wir schauen uns nach diesen Ausgang, also der, nicht in, der invertierte Ausgang, also das NAND, nachdem wir da zwei NAND-Eingänge verwendet haben. Schalte mal den Strom ein. In der Situation, wo jetzt beide Eingänge high sind, also 1 sind, wird der Ausgang hier auch 1. Wenn einer der beiden 0 ist, ist der Ausgang immer noch 1. Wenn der andere mal auf 0 schalten, ist er auch 1. Nur wenn beide auf 0 sind, schaltet er um auf 0. Wir haben somit bewiesen, dass man mit zwei NAND-Gattern, die man dann zusammen auf ein weiteres NAND-Gatter schickt, das gleiche erhält wie bei einem einzigen OR-Gatter. Oder ist ja auch so, dass nur, also dass der Ausgang eines OR-Gatters ist auch dann 1, wenn einer der beiden 1 ist. Also genau das gleiche, was wir jetzt hier auch realisiert haben. Das können wir also zusammenfassen, dass wir hier mit dieser kleinen Schaltung gezeigt haben, dass man ein Oder-Gatter aufbauen kann aus NAND-Gattern. Und so kann man auch weitere kompliziertere Schaltungen jeweils zurückführen auf eine Kombination von NAND oder auch von NOR-Gattern, das geht auch.